Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Bergischen Land. Meiner Story, ich habe noch keinen, wieso nicht, also intro-technisch, ne? Ich bin irgendwie so, ich weiß, das ist eigentlich auch egal, ne? Wieso muss das Intro immer gleich sein? Muss es nicht. Jedenfalls, wir sind hier auf der Bergischen Land unterwegs, wir sind hier mit meiner LS-Story unterwegs und ich gucke gerade, die Tiefkühlpizza, die im Ofen am Backen ist. Irgendwie tropft der Käse runter und macht zischende Geräusche. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt nicht aufnehmen, sondern mich um meine Pizza kümmern. Rede kurzer Sinn, wir sind wieder da. Und ne, für alle, die letzte Folge schon vergessen haben, wir waren am Eggen und Dünger streuen und haben dann gesagt, wir machen eine kurze Mittagspause, haben wir jetzt gemacht. Kleinen Snack gegessen. Jetzt werden wir dieses tolle Gerät hier anhängen. Wunderschöne Sämaschine in relativ gutem Zustand. Und zwar an den Shonny. Und ich werde das alles dran lassen, der Frontlader, Gabel und so weiter, weil ich einfach denke, ein bisschen Gegengewicht brauchen wir wahrscheinlich. Wir haben jetzt leider halt auch die Heck, ne, die Radgewichte hinten drin, weil ne, mit dem Frontlader ist das ziemlich cool, aber natürlich wiegen die auch ein bisschen was. Und wir hatten es in der letzten Folge so ein bisschen zu diesem Thema, ne, Gewicht und Bodenverdichtung und so weiter und haben halt festgestellt, dass wir gar nicht so super aufgestellt sind, beziehungsweise haben halt eigentlich festgestellt, dass diese kleine Johnny nicht so viel weniger oder so viel besser ist als der große 300er Band. Einfach weil diese Schlepper auch schon nicht ganz leicht ist und weil unsere Anbauten ja auch nochmal was wiegen. Und war eigentlich eine ganz spannende Realisation sozusagen und ich denke mal, ich werde mir in Zukunft auf jeden Fall mehr Gedanken machen, den Frontlader vielleicht öfter mal abzuhängen. Es ist halt immer so ein bisschen ein Theater, den ab und an zu hängen, wenn man halt wirklich auf schön flachem Untergrund sein muss, weil sonst irgendwie alles verschiebt. Theoretisch hätten wir hier in der Scheune schön flachen Untergrund, ne? Da haben wir jetzt nur keinen richtigen Platz mehr dafür. Oder ich hänge in der Werkstatt ab. In der Werkstatt haben wir auch schön flachen Untergrund. Und wisst ihr was? Ich bin schon mal erst wieder zu unfähig zum Hinfahren und zweitens habe ich schon wieder vergessen, die Dinge hier drauf zu machen. So, machen wir die mal drauf. Dann sollte das schon besser klappen. Mal gucken, dass wir hier rückwärts mal hinfahren können. Ne? Das geht ja nicht. Das hat nicht gehen. Übrigens, ne, ich wollte nur ganz kurz eine Sache ganz absolut klarstellen. Dieser Johnny wird nicht verkauft. Da sind mir ein paar Leute gesagt, ne, was jetzt hier die Schleppauswahl angeht. Und statt dem Ford verkaufen, den Johnny verkaufen und den Frontlader an Ford dran bauen. Das wird auf keinen Fall passieren. Ne, ihr wisst ja, dieser Johnny, der ist im Grunde ein Kindheitstraum in gewisser Weise. Oder halt, ne, wir hatten ja auf dem Hof früher so einen und deswegen habe ich mir so einen gekauft. Und ich habe an dem auch schon einiges gemacht und gerichtet und repariert und durchgedenkt und dann haben wir jetzt uns so viel Mühe gegeben mit Frontlader-Konsole und Fronthydraulik und all dem ganzen Gedöns. Der wird nicht verkauft, nie und unter keinen Umständen. Erstens mal ist er nicht so viel Geld wert. So, ich muss hier gerade mal gucken. Hier ist das Mausrad, ne? Ich habe ein Mausrad-Probleme. So. Ich muss den anderen Maus dazu nehmen. Jetzt muss ich hier wieder nochmal klicken. Ja, genau so. Erstens mal ist ja gar nicht so viel Geld wert. Das sind alte von der Land. Die sind tatsächlich relativ vergleichsweise günstig, wenn man es jetzt mit anderen Schleppern vergleicht. Das ist natürlich der hier mit seinen ganzen Umbauten schon ein bisschen mehr wert vielleicht, aber es ist trotzdem, es hält sich in Grenzen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Haufen Kohle für kriegen, wenn wir das Ding verkaufen. Also das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Und wie gesagt, das ist hier, dieser ganze Hof hier ist eine Liebhabersache. Dieser ganze Hof hier ist erstmal eher Hobby, erstmal eher Nebenerwerb. Es wäre wirklich schön, wenn es sich mal ändern würde und wir hier Geld verdienen, aber ich, es ist erstmal alles Spaß und dieser Schlepper ist halt auch Hobby und der ist schon lange Hobby und der wird das auch bleiben. Und also die Sämaschine sieht schon ganz schön massiv hinter diesem Schlepper aus, ne, weil die auch so breit ist. Also das ist auf jeden Fall mal ganz klargestellt, dass wir den, so wie kann ich denn hier, dass wir den auf keinen Fall verkaufen. Also der bleibt definitiv. Wenn wir einen Schlepper verkaufen müssen von unseren dreien, dann geht der fort. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und ihr seht das ja auch, es macht Sinn, dass wir den hier haben. Ja, ne, der Ford ist ein bisschen schwerer wie dieses Teil hier. Und wäre jetzt vielleicht mit den dicken Reifen, da könnten wir uns auch mal ausrechnen. Ne, wie es jetzt hier ist mit dem Ford, müsst ihr jetzt mal gucken, wie viel der genau wiegt, aber machen wir jetzt nicht. Aber könnten wir uns mal ausrechnen, ne, wer jetzt von den drei Schleppern tatsächlich am besten von der Bodenverdichtung her ist. Aber ne, dieser Schlepper hier ist einfach wendig kompakt, dadurch, dass er auch kein Allradler ist. Und gerade für so Sachen mit einer Ecke, Sämaschine und Düngerstreuen und so, bleibt der auf jeden Fall auf dem Hof. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir fangen mal mit dem Sommerweizen an, würde ich sagen. Und nehmen hier einfach mal wieder ein bisschen das Problem. Mal gucken, worauf habe ich das belegt. G, perfekt, sehr schön. Dann nehmen wir jetzt hier mal den Sack und füllen den hier hinein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier reintun sollten.
Ein paar müssen wir schon auf jeden Fall reintun, weil wir müssen ja mal ein bisschen das Problem, ja, dass wir hier sonst das Fahrzeug greifen, theoretisch. Ja, ein bisschen was müssen wir schon reintun, weil die Sämaschine ist ja relativ breit auch. Das ist auch ein Nachteil von so einer 3-Meter-Maschine. Also diese gesamte Breite muss ja doch gefüllt sein. Das heißt, ich würde mal sagen, wir packen jetzt mal 3 Säcke rein. Ich kann es echt nicht so ganz abschätzen, weil ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ne? Ich könnte theoretisch, ich bin halt auch manchmal ein bisschen doof, ne? Ich könnte theoretisch die Größe, was wir jetzt hier vorbereitet haben, auf der einen Fläche. So, jetzt fahren wir mal ein Stück vor und dann werden wir es mal abdrehen. Die Größe, die wir jetzt hier vorbereitet haben, ne, die Hälfte von dem Feld ungefähr, nicht so wirklich die Hälfte. Das könnten wir jetzt auch mal, ne, mit einem, auf Google Maps oder so ungefähr versuchen zu messen oder so. Also das wäre jetzt nicht, wäre jetzt eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit, ne, dass wir da jetzt mal ungefähr, aber ne, wir legen mal drauf los, ne. Ich werde jetzt hier mal abdrehen und wir sehen uns gleich wieder. So, die Sämaschine ist abgedreht und wir machen uns auf den Weg, würde ich sagen. Und ich muss sagen, also 3 Meter kommt einem schon heftig breit vor, wenn es so hinter dem Flapper hängt. Ja. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal auf das geteilte Feld. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie so eine Sämaschine läuft. Ein bisschen das Bremsenproblem ist echt uns um die Bremse kümmern bei dieser Kiste. Das ist auch kein Wert. Oh. Ich habe ein bisschen Angst um das Stoppschild, aber bisher hat es geklappt. Und Vollgas! Ich kann da, ich kriege einfach nicht genug davon, dass wir den Karren so schnell gemacht haben. Ich weiß, einige paar von euch haben gesagt, das ist so totaler Irrsinn, aber ich kann euch sagen, ne? Jetzt, wo wir hier viel mit dem Flapper im Einsatz sind, es ist einfach klasse. So, klar, auf dem Feldweg nutzt jetzt einem nicht so viel, ne? Da kann ich das nicht ausfahren, aber auf allem, was geteert ist, ist das perfekt. Und selbst da, wo guter Schotter ist, kann man durchaus auch mal ein bisschen ausfahren. Also das ist schon, das macht halt einfach einen Unterschied. Ne? Ich meine, klar, man kann jetzt auch mit 20 km/h so eine Flächen tuckern. Und die Zeitersparnis, wenn man sich wirklich mal ausrechnet, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, wenn man jetzt hier kurze Strecken fährt tatsächlich. Aber ne, wir sind jetzt einfach doppelt so schnell unterwegs wie 20 fast. Also nicht ganz, aber fast. Das macht schon einen sehr großen Unterschied. Einfach auch vom Gefühl her. Und es macht Spaß. Und wir hatten ja gerade eben schon mal gesagt, ne, das Ganze ist hier Hobby. Es ist Spaß. Es ist hoffentlich Nebenerwerb. Aber für den Anfang, ne, also der Spaß, der darf halt dabei auch nicht verloren gehen. Ne? Meine Faszination für die Technik von den Maschinen ist halt sehr groß. Und meine Faszination für, ne, diesen Schlepper jetzt im Besonderen, aber generell für Schlepper, für die Technik, für Maschinen, für neuartige Maschinen und so weiter, das ist halt alles was durchaus auch da mit rein spielt in diese gesamte Geschichte. Und ja, wenn wir uns dann fragen, wozu machen wir das Ganze, das gehört halt mit dazu. Wenn wir darauf verzichten würden und sagen würden, okay, komm, nee, sowas machen wir nicht. Ne, wir gönnen uns keinen so einen Spaß und wir gönnen uns das nicht und wir arbeiten irgendwie damit, keine Ahnung, uninteressanten Fahrzeugen, uninteressanten Maschinen, nicht schönen Maschinen, dann ist ja auch ein bisschen der Spaß verloren gegangen. Ne? Ich bin da durchaus, wir waren jetzt auf Schleppersuche, ich war jetzt auch bereit mit dem Ford, weil der Ford jetzt auch nicht ganz uninteressant ist. Und ja, wenn wir jetzt den Ford längere Zeit als einzigen Schlepper behalten hätten, dann hätte ich durchaus eventuell auch, wisst ihr was, ich fange mal drüben an, dann hätte ich mir durchaus auch überlegt, eventuell da auch noch was dran rumzubauen, vielleicht auch noch eine Fronthydraulik oder so, weil das ist einfach, das macht halt einfach Spaß. Das große Problem ist, ich habe jetzt nicht mehr so wirklich die Zeit, weil ich jetzt halt auch nicht nur die Arbeit habe, sondern weil ich jetzt auch meine ganzen Fahrten, die ich mache und so, das ist ja alles, das nimmt ja alles Zeit in Anspruch. So, jetzt weiß ich nicht, soll ich erst das Vorgewinde machen? Eventuell, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich sollte erst das Vorgewinde machen, ist nur mit so einer Sämaschine unterwegs bin. Ist das nicht ein traumhaftes, schönes Gespann? Ich finde das so klasse, dass der 17er jetzt hier richtig Einsatz darf und dass er hier schon richtig schaffen darf und das ist ein bisschen wie früher. Ist aber auch ein bisschen nicht wie früher, weil hier wir einiges modernisiert haben und das ist einfach so cool. Das ist einfach so, jetzt probieren wir einfach mal aus, was läuft. Ne? Ich würde mal sagen, erzählt. So, ganz ehrlich, ich habe das mit System mit diesem Spurreiser noch nicht so ganz rausgekriegt, wie und wieso und warum und wann die funktionieren. Ich habe da ein bisschen rumprobiert vorhin am Hof, habe ich aber nicht aufgenommen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal versuchen, auf Augenmaß zu fahren, ist aber wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee. Aber ja, eventuell werden wir dann gleich mal nochmal gucken, ob die Spurreiser laufen kriegen. Also,
Das hat ja auch keinen Zweck, wenn wir dann nur auf Augenmaß fahren sollen. Jetzt weiß ich nicht, was wie viele Bahnen ich jetzt Vorgewende machen sollte. Ein paar auf jeden Fall, ne? Tja, ich habe gerade irgendwie gedacht, ich sollte mal gucken, wie viel Saatgut eigentlich drin ist. Nicht, dass ich mich ein bisschen verschätzt habe und ich befürchte fast, dass hier auf den letzten Reihen gar nicht mehr auf allen sehr geraden zuverlässig rausgekommen ist, so wenig wieder drin ist. Ja, minimal massiv verschätzt, würde ich mal sagen. Ja, weiß auch nicht, was ich da irgendwie, ne, was da, also, ne, also ich hab keine Erklärung. Mir ist aber aufgefallen, dass das Schrani ein bisschen laut ist, beziehungsweise generell, ich muss mal ein bisschen gucken, die Lautstärke von den einzelnen Fahrzeugen, die ist ein bisschen unangepasst noch im Moment. Manche sind ein bisschen lauter wie andere. So, aber, ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich fahre jetzt bei Sommer heim und kipp den restlichen Sommerweizen hier rein und dann hoffe ich mal, fast das Gefühl, dass wir gar nicht genug Saatgut haben und ich dachte erst, wir haben ein bisschen zu viel. Ha. Okay. Vielleicht muss ich nochmal durchrechnen, ne, wegen meinem Dings Aussaatmenge. Ich hab die eigentlich abgedreht, das hat eigentlich gepasst. Ja, dass ich da irgendwas verbockt habe, wo mir viel zu viele Körner im Boden hauen. Das kann natürlich auch sein. Ach, dieses Gespann ist so genial. Übrigens, ne, ich habe jetzt die Spurreise also nicht gebraucht. Ich habe einfach hier den Frontlader runter gemacht und habe mir dann vom Frontlader aus quasi die Kante gesucht. Und das ging erstaunlich gut, würde ich mal sagen. Gut, man wird jetzt sehen, wie das Getreide aufgeht, ob es schön in Reihen steht oder ob es da schöne Lücken hat, ob man quasi die einzelnen Fahrspuren schön sehen kann. Aber gefühlt funktioniert es nicht schlecht. Und es ist so ein schönes Gespann. Es ist wie früher, aber was mir aufgefallen ist, die hat ja gar keine Lichter und nichts dran, diese Maschine. War früher irgendwie einfach so, ne? Manche Arbeitsgeräte haben halt die Rücklichter verdeckt und die hatten auch keine dran. Heutzutage hatte so ziemlich alles ein Rücklicht dran. Hatte man früher irgendwie einfach nicht. Da hat man einfach, so, also von der Oma muss ich mir nachher nur wieder die Position suchen, wo ich das gut sehen kann. Hatte man früher einfach nicht. War dann einfach so. Man ist ja wohl nicht bei Nacht unterwegs gewesen meistens und keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, warum das früher so war. Dass da einfach, wir hatten das halt einfach nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir schon öfter aufgefallen bei alten Anbaugeräten und so. Da gab es eigentlich nie irgendwie Lichter. Also, keine Ahnung, es war wahrscheinlich teuer. Lichter und Kabel und so weiter. Und hat man irgendwie nicht für nötig befunden, wenn da so ein bisschen die Rücklichter verdeckt. Ich meine, bei einem Grubbel ist das nicht ganz so schlimm oder bei einer Ecke. Da kann man auch ein bisschen durchgucken, aber bei so einer Sämaschine, da ist schon ziemlich heftig. Da sieht man es kein Blinken und gar nichts. Ein bisschen was könnte man vielleicht durchscheinen sehen, aber wahrscheinlich müsste dafür fast dunkel sein, dass man dann Blinker durchblinken sehen würde. Weiß ich jetzt auch nicht, ne, wie das jetzt heutzutage ist, wenn ich damit heutzutage unterwegs ist. Früher hat man das wahrscheinlich alles nicht so eng gesehen irgendwie. Ja, auf dem Land und auf dem Dorf und generell und überhaupt und sowieso. Wenn ich jetzt heutzutage damit erwischt werden würde mit diesem Gespann, dann jetzt plötzlich hier auf der Hauptstraße eine Polizei oder hinter mir wäre und die sich dann denken, Lichter sehen wir da irgendwie keine und Kennzeichen auch nicht. Wenn ich dann anhalten würde, ob ich das denn nachrichten müsste, inklusive Folgekennzeichen? Keine Ahnung. Es ist ja auch so, dass bei den Schleppern früher war das Kennzeichen auf dem Rotflügel, heutzutage ist das Kennzeichen oben an der Kabine, dass man es halt mit Anbaugerät in der Regel sieht. Ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, so wirklich Folgekennzeichen auf dem Anbaugerät habe ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich gesehen. Aber streng genommen bräuchte man es wahrscheinlich schon, weil ne, wenn man einen Fahrradträger hinten auf dem Auto montiert zum Beispiel, der das Kennzeichen verdeckt, dann brauchst du auch ein Folgekennzeichen am Fahrradträger. Also von daher, nach der Logik und nach allgemeiner Logik zufolge, wenn man das Kennzeichen nicht sehen kann, dann braucht man ein Folgekennzeichen. Also von daher, alles so ein bisschen fragwürdig, aber ja, wie gesagt, früher war das Ding ein bisschen anders.
Ah, wer weiß, vielleicht müssen wir eine Sache noch, aber ich muss ja zum Glück nicht so wahnsinnig viel Hauptstraße fahren. Mich frustriert das schon ein bisschen, dass ich hier immer zur Hauptstraße muss, da zum Dorf hoch, zu diesen Flächen. Das ist schon irgendwie sehr unangenehm, da immer auf der Hauptstraße. Und generell, dass ich zu fast all meinen Flächen über die Hauptstraße muss, wenn es nur ein kleines Stückchen ist, aber ich muss trotzdem darüber. Das frustriert mich schon ein klein bisschen. Das ist schon anstrengend tatsächlich, weil da halt wirklich so viel Verkehr ist. Da muss man echt gut schauen und manchmal auch mit ein bisschen viel Geduld dastehen, aber es ist schon okay. Es könnte viel schlimmer sein. Wir liegen hier echt nicht schlecht, aber es ist halt schon so, ne, wenn unsere Flächen alle in die Richtung wären, durch den Feld weg, das wäre natürlich wesentlich angenehmer. Müsste man sich nicht ganz so viel Gedanken machen. Könnte man vielleicht auch mal mit einem Flipper ohne TÜV. Boah, eigentlich kann ich den Flipper laufen lassen. Auch mal mit einem Flipper ohne TÜV rausfahren oder sowas. Naja, gut. Packen wir einfach die restlichen drei von uns rein. Aber das wird nicht reichen, weil wir haben ja schon drei Reihen. Ja, wir haben schon drei Reihen. Und ich glaube nicht, dass wir die Hälfte geschafft haben. Weil das heißt, wir müssen auf jeden Fall, manchmal ist es ein bisschen tricky, die Palette zu erwischen, weil die Hand dann irgendwas anderes erwischt. Jetzt. Ah, komm, perfekt. So, und den letzten. Jawohl. Okay, der ist ein bisschen hoch irgendwie, aber... Na, ihr seht, da ist er. Ich glaube, er ist in die Sämaschine reingegangen. Jawohl. ja, laufen wir nochmal um das Gerät rum und dann geht es wieder weiter. Ne? Jetzt haben wir... Ich glaube nicht, dass das reicht. Und dann müssen wir mal gucken. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben jetzt 15.15 Uhr. Die Überlegung ist, ob ich jetzt nochmal schnell zum Landhandel fahre. Die machen um 4 zu auf jeden Fall. Wenn ich jetzt erstmal nochmal zum Säen fahre, wird das nichts mehr mit nochmal Säcke holen. Ich glaube, wir brauchen nochmal. Das ist die Frage. Hole ich einfach nochmal zwei Säcke? Hole ich nochmal drei Säcke? Hole ich nochmal sechs Säcke? Ne, sechs brauchen wir eigentlich nicht. Ich kann einfach nochmal zwei Säcke holen, ne? Ich spann mal ganz kurz hier ab. Könnte natürlich theoretisch auch mit dem Schlepper runter zum Landhandel fahren und die Säcke direkt in die Sämaschine rein, aber weiß ich nicht, ob da überhaupt nochmal drei Säcke reinpassen. Da fahren wir schon dann mit dem Auto und tun das hier hinten rein. Dann haben wir hier zum Glück so einen Geländewagen, wo man es hinten reinschmeißen kann. Ne? Gucken wir mal eben. Boah, das ist ja schon ein bisschen... bisschen eigenwillig ist das schon, dass ich mich da so verrechnet Verdacht habe. Muss ich jetzt echt nehmen. Wir müssen auf jeden Fall die Sämaschine gleich nochmal abdrehen und gucken, ob da irgendwie... So. Jetzt können wir nicht über den Feldweg fahren. Haben wir ja schon mal festgestellt, das klappt nicht. Da gibt es keine Verbindung. Also, außenrum. Wie gewohnt. Das ist halt schon nicht... Diese Ausfahrt ist wirklich so eine Ausfahrt, ne? Das, weil ich sehe, auch so die Kuppe ist. Da muss man echt wirklich aufpassen, weil die fahren hier halt wirklich, wirklich wie verrückt. Kommen die teilweise angeschossen, der war jetzt nicht so schnell, aber manchmal kommen die echt hier angeschossen. Und ja, muss man echt gerade mit dem Flapper ziemlich aufpassen. So, aber ich möchte mich echt nicht beklagen, es könnte viel schlimmer sein, ne? Man könnte irgendwie direkt an einem Dorf sein oder so und ständig durch schmale Dorfstraßen müssen mit einem Gespann und solche Sachen. Also da gibt es schon wesentlich schlimmere Lagen für einen Hof. Und da, nee, ist alles gut. Alles gut, alles gut. Aber es ist schon, ja, Hauptstraße ist halt einfach Hauptstraße, ne? Und die hier, auf der ist wirklich viel los. Ich meine, ich halte mich ja selber nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? Wir haben hier 70 und ich fahre auch ein bisschen schneller. Wie halt jeder das so macht. Aber es gibt halt durchaus auch Fälle, die hier mit 100 durchbrausen. Und ja, das ist an der Kuppe dann schon echt zügig. Also da muss man schon ganz... Ich gucke auch immer zwei, dreimal, bevor ich rausfahre, weil ich dann doch irgendwie denke, ne, lieber einmal zu viel geguckt. Und wirklich sicher sein. Weil, ja, gerade wenn ich mit so einem kleineren Schlepper unterwegs bin, mit dem Johnny, würde wahrscheinlich auch für mich nicht gut ausgehen, wenn mir da einer reinfahren würde, ne? Weil der wiegt jetzt auch nicht so viel mehr wie ein Auto. Und ein Auto ist ein gutes Stück schneller. Also, ja, ne, das ist, ist schon immer so ein bisschen so eine Sache, wenn man mit so einem älteren kleinen Schlepper auf der Straße unterwegs ist, fühlt man sich schon ein bisschen verletzlich manchmal. Das ist natürlich mit den großen Fleppern ein bisschen besser, weil die haben halt einfach Gewicht und du sitzt auch deutlich höher und so. Wenn da ein Auto in dich reinrauscht, dann stehst du nicht ganz so blöd da. Ja, naja, ich gucke jetzt mal, dass ich hier nochmal, ich nehme mal nochmal drei Säcke, das sollte dann reichen. Dann bin ich gleich wieder da.
So. Ja, nochmal 3 Säcke gekauft. War mir jetzt nicht sicher, 2 Säcke, 3 Säcke, vielleicht sogar 4. Hoffe mal, das reicht jetzt. Nochmal können wir heute nicht herkommen. Wie gesagt, die haben jetzt zu. Also noch nicht, aber in einer halben Stunde. Und ja, so schnell sind wir dann auch nicht, hoffe ich mal, dass die 3 Säcke wieder leer sind. Von daher, ob wir hier rumkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinten, bestimmt können wir auf der anderen Seite auch rausfahren, aber hier geht es ja auch. Kein Problem. So. Und dann? Ja. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt reicht oder nicht reicht. Und dann bin ich noch mehr gespannt, wie das mit der anderen Fläche ist. Weil die ist gefühlt kleiner, wie das, was wir jetzt haben. Aber wahrscheinlich reichen uns dann da die 3 Säcke jetzt auch nicht. Ob ich jetzt wohl nochmal umdrehen sollte und nochmal... Nee, komm, wir gucken jetzt, dass wir das erstmal hinkriegen. Und dann ist das der erste Feldtag schon mal rum. Eieieiei, ne? Unglaublich, unglaublich. So. Und nun aber nix wie ab nach Hause. Das ist erstaunlich, ne? Dann geht der Tag so im Nebenbei rum. Und ja. Naja. Ein bisschen peinlich ist das ja schon, dass ich mit dem Saatgut so daneben lag. Das wäre ja eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Man kann ja ausrechnen, was man, also man, ich weiß ja, was ich pro Hektar quasi säen will. Das muss ich ja beim Abdrehen erstmal wissen und die Sämaschine darauf einstellen. Und es wäre jetzt, glaube ich, kein so ein großer Akt gewesen, das hier irgendwie mal auf Google Maps auszumessen oder so, das Teil. Ach ja, manchmal steht man sich halt einfach so richtig schön selber im Weg, ne? Naja, das hilft alles nichts. Wir gucken jetzt mal. Wenn das jetzt auch nicht reicht. War gerade so in Gedanken, jetzt hätte ich schon fast die einfach verpasst. Ja, das ist manchmal schon so ein bisschen. Ich würde mal sagen, so langsam kommt der Stress so ein bisschen durch. Ne? Also, so haben wir denn das Gespann hingestellt da drüben. Stellen wir den jetzt mal hier hin. Na, so langsam kommt der Stress ein bisschen durch. Vom gesamten, was ich alles mache, ne? Von meinem Vollzeitjob, was ja eigentlich kein Vollzeitjob hätte sein sollen, wo ich aber doch mehr Stunden am Ende gekriegt habe, als ich haben wollte und mir das aber sehr zugute kommt, beziehungsweise ne, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass er so ist und triggert mich das mit dem Ding hier. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz wieder nach. Ihr könnt daran sehen, neue Aufnahmesession, weil das wieder alles auf Standard ist. Ja, na, ich bin wirklich sehr froh, dass das so ist, na, dass ich mehr Stunden machen kann. Aber ja, es ist natürlich ein Stress. Und da mache ich auch noch die Anhängerverleih und na, die Speditionsfahrten und sowas. Also das ist schon langsam, na, ich habe echt lange jetzt hier gut durchgehalten, wo ich jetzt gedacht habe, das läuft alles und das alles gut. Aber langsam merke ich es dann schon so ein bisschen. Dass halt einfach ich manchmal doch so ein bisschen irgendwie nicht so ganz bei der Sache bin. Oh, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass wir hier wieder... Ah, den haben wir angehoben. Ich habe eigentlich keinen starken Bauer an, ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ha! Ihr seht, was ich falsch gemacht habe. Ei. Gerade haben wir es noch davon gehabt, ne? Von dem Stress und dass es mir mittlerweile tatsächlich manchmal so geht. Dass halt einfach das Gehirn nicht mehr so ganz da ist. Man so ein bisschen erschöpft ist mit den Gedanken. Man ein bisschen sich mal wünscht, die Gedanken entspannen zu lassen.
Und ja, irgendwie, ne, der Schlaf ist jetzt auch nicht der allerbeste in letzter Zeit und nicht der allermeiste. Aber ne, das gehört halt dazu, wenn man so ein Abenteuer angreift. Aber ja, da habe ich einfach mal das falsche Saatgut gekauft. Ne? Wir haben ja auf der Fläche Sommerweizen und nicht Sommergerste. Macht jetzt nichts. Jetzt sehen wir einfach das, was wir haben, und dann fangen wir mit der Sommergerste an auf dem anderen Feld. Dann haben wir dort immerhin genug. Da brauchen wir mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Aber ja, ein bisschen doppelt peinlich ist das jetzt. Aber ja, so ist das. Ne? So läuft das im Moment bei mir. Und ja, vielleicht müsste ich in irgendeinem Punkt irgendwie ein paar Schritte zurücktreten. Aber jetzt kommt der Sommer, jetzt geht es erst richtig los. Und die Finanzen können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Deswegen, ja, wird das wahrscheinlich erstmal nichts mit dem Zurücktreten. Das heißt, ich könnte irgendwie gucken. Ich könnte natürlich schauen, ob ich auf Arbeit ein bisschen Stunden reduzieren könnte. Wie gesagt, ich bin da echt glücklich, dass es aus der Dreiviertelstelle, die ich eigentlich haben wollte, jetzt im Grunde eine Vollzeitstelle geworden ist. Weil, ne, das Geld kann ich gut gebrauchen. Aber ja, es würde vielleicht mir besser gut tun, wenn ich das nicht so machen würde. Und vor allem würde es wahrscheinlich auch den Betrieb hier besser gut tun, wenn ich das nicht so machen würde. Weil ich dann hier ein bisschen mehr den Kopf frei hätte für, ne? Es ist jetzt ja auch so, dass eigentlich wollte ich ja im Frühjahr irgendwie mit Tieren anfangen. Und da bin ich jetzt auch komplett hinten dran. Ne? Da habe ich jetzt hier mir viele Gedanken gemacht, aber noch überhaupt gar nichts in die Tat umgesetzt. Noch nichts geplant und gar nichts. Und von daher, das müssten wir auch mal machen. Ja, ne, das ist schon, ne, der Flap hier sollte ich mal sauber machen, der ist jetzt ziemlich eingestaubt und eingedreckt. Ja, noch ein paar andere Dinge, ne, die so anstehen eigentlich. Ich müsste mal Wartung machen hier bei diesem Karren. Ist jetzt ja im Grunde, ja, ein gutes Jahr her, dass wir den Ölwechsel gemacht haben, ne, wo ich die Fronthydraulike gemacht habe, da habe ich Wartung gemacht, komplett durch Ölwechsel und so weiter. Und das ist ein Jahr her. Er hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Stunden gemacht in dem Jahr, aber ist trotzdem ein Jahr her. Und irgendwie möchte ich eigentlich bei meinem alten Oldtimer Johnny schon wenigstens dann jährlichen Ölwechsel machen. Bei den neueren Schleppern gehe ich eher nach den Stunden. Die machen jetzt vielleicht auch mehr. Bei dem alten Schlepper gehe ich dann vielleicht auch nach Stunden, wenn er dann mal mehr macht. Aber zumindest habe ich das bisher eigentlich so gemacht, dass ich immer so etwa einmal im Jahr einen Ölwechsel gemacht habe. Und das möchte ich eigentlich so beibehalten. Wird es mal wieder Zeit. Das hat man jetzt demnächst mal. Wenn wir jetzt mit der Aussaat durch sind, dann packt man die Karre mal, ne, gucken wir, dass wir sauber kriegen. Muss echt gucken, dass ich mir einen Hochdruckreiniger zulege. Und, sag mal, ich habe doch hier mitten auf der Bahn aufgehört, oder? Ja, ich habe hier mitten auf der Bahn aufgehört. Dann gucken wir, dass wir einen Hochdruckreiniger finden, ne? Das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe, die ich mir durchaus, wenn irgendwie, eigentlich müssten wir schon was Richtiges uns kaufen, ne? Irgendwie was auch Heißwasser kann oder so, ne, einen richtigen Dampfstrahler, weil mit einem normalen Hochdruckreiniger kommst du in der Landwirtschaft einfach nicht so weit. Und man will ja auch nicht immer irgendwie harte Chemiereiniger einsetzen, zumal das ein bisschen fragwürdig ist, ne? Wenn man keinen richtigen Waschplatz hat mit richtigem Abfluss und so weiter, wenn man dann so Reiniger einsetzt. Deswegen, ne, irgendwas mit Dampfstrahler, dass man einfach den Dreck gut wegbekommt, ohne dass man da jetzt den ganzen Schlepper mit irgendeinem sehr strengen Reiniger einsprüht. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchem Gang ich eigentlich unterwegs war. Habe ich auch schon wieder vergessen, das ist auch wieder so ein Punkt. Ich glaube, so war ich unterwegs, ja. So, jetzt muss ich mir hier wieder gucken, dass ich hier mir meine Dings hier mache, ne? Hier meine Bahn, wo ich vorne an der Frontladerkante, ne, sehen kann, wo ich fahren muss letzten Endes. Ne, da, wo die Gabel drin hängt. Das klappt echt hervorragend eigentlich. Ne, damit habe ich jetzt hier wirklich meiner Meinung nach ziemlich gut gesät. Ach, wir werden es herausfinden, ne? Wenn es dann wächst. Hoffentlich wächst da was. Aber ja, ne, es ist mittlerweile schon so ein bisschen so, also, ne, also es ist schon, ja, irgendwie, der ganze Winter war doch ziemlich träge, ne, und ich dachte, es geht nicht so wirklich was voran, und, aber ich war halt auch viel unterwegs, ne, auf der Arbeit und mit den Dingen, und, ja, jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt alles auf einmal, aber ich glaube, das ist bei der Landwirtschaft ganz normal, na, wenn es dann erstmal losgeht, dann geht's richtig los, ne, da hilft jetzt alles nichts. Müssen wir jetzt durch. Und eigentlich, ne, eigentlich möchte ich das genießen. Eigentlich möchte ich das, ne, mich darüber freuen und möchte daran Spaß haben. Und ja, jetzt sind wir doch ein klein bisschen in den Stress geraten. Das
negativer Stress. Guten Stress gibt schlechten Stress. Man hat ein bisschen Stress in der Landwirtschaft, gehört einfach dazu, ne? Mit dem Wetter und allem. Und manchmal hat man es eilig. Und ich finde, das ist in gewisser Weise ist das ein positiver Stress. Das hatten wir, glaube ich, wo wir dreschen waren. Auf der Rehbach habe ich auch schon mal drüber geredet, ne? Dass das irgendwie so dieses Gefühl, wenn das Wetter kommt und wenn man einfach gucken muss, dass man hinkommt. Und ne, das ist einfach ein cooles Gefühl, vor allem wenn man es dann tatsächlich schafft. Und gerade noch so rein, das ist einfach ein cooleres Gefühl, gibt es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben nur ich das, vielleicht haben andere Leute das auch das. Aber wenn man quasi so ne, die Ernte reinfährt und quasi kurz vorm Regen und dann hat gerade alles drin und es fängt an zu schütten und es ist irgendwie dieses, ne, das ist schon ein bisschen Adrenalin, dass man das dann hinkriegt und das ist einfach ein ziemlich total cooles Gefühl. Und ja, das ist ein guter, positiver Stress in der Landwirtschaft. Das gefällt mir auch. Das brauche ich vielleicht auch ein bisschen. Aber na, im Moment ist es eher ein negativer Stress, ne, weil halt die Landwirtschaft an sich jetzt eigentlich gar nicht so das Stressige ist, sondern all die anderen Sachen, die ich noch so mache. Aber ja, ne, das Geld brauchen wir halt auch irgendwie. Das ist halt einfach so. Ja, lange Rede. Ich habe schon wieder angefangen zu quasseln und so mehr zu quasseln und noch mehr zu quasseln. Zeitraffer, ne? Jetzt ist definitiv leer. Ich habe oben noch geschaut, da war noch was drin. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach diese Bahn dann irgendwo in der Mitte an und säen dann nochmal drauf. Na, weil wir jetzt hier wahrscheinlich halt ne, die Reihen langsam ausgegangen sind. Und ja, aber wie gesagt, oben an der Bahn war definitiv noch genug drin. Von daher würde ich mal sagen, passt das schon, dass wir hier die letzte Bahn dann einfach nochmal nachsehen und dann haben wir da vielleicht ein bisschen was doppelt und dann, das haut schon hin, das passt dann schon. So, jetzt fahren wir natürlich hier über das Gesäte zurück, weil wir natürlich nicht unnötig Spuren reinmachen wollen in das Geäckte hier. Weil wir dann natürlich hier, na, wir haben hinten an der Sämaschine so schöne Spurreiser dran, die sehr tief am Reifen laufen, mit denen die Spur ein bisschen aufgemacht wird nochmal, wo der Flapper quasi alles nochmal ein bisschen plattwälzt und ja, das ist natürlich nur da, wo wir säen, in der Bahn, wo wir fahren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal quer übers Feld fahre, dann habe ich da natürlich eine tiefere Spur drin, die ich dann so nicht wieder rauskriege. So. Ja, dann einzeln müssen wir kurz die Sämaschine irgendwie nochmal so lang drehen, bis wirklich nichts mehr unten rausfällt. Dass wir definitiv kein ne Weizen da sehen, wo die Gerste hin soll. Und dann packen wir das Gerstensaatgut rein und dann schauen wir mal, ne? Jetzt haben wir ja definitiv genug. Ich bin jetzt hier aber auch weitergekommen, als ich dachte. Ne? So viel hätte es nicht mehr gefehlt. Vielleicht anderthalb Sack noch. Aber ja, es ist nun mal so, wie es ist. Ne? Wir haben es halt einfach verbockt. Und na, jetzt hat auch der Landhandel zu. Jetzt kriegen wir auch kein Saatgut mehr. Also, nächstes Mal. Ganz einfach nächstes Mal. So. Und falls euch jetzt fragt, warum ich hier lang fahre, es ist tatsächlich einfach so, ich bin mir am Hin und Her überlegen, was die bessere Möglichkeit ist, hier lang zu fahren. Ne? Hier ist natürlich ein Umweg. Und wir fahren länger auf der Hauptstraße mit unseren nicht fahrenden Rücklichtern. Aber wir müssen hier nur rechts abbiegen auf die Hauptstraße und nicht links. Und können dann von der Hauptstraße, wenn wir auf der Hauptstraße sind, links nach links abbiegen. Das ist irgendwie leichter und sicherer, als wenn ich quasi nach links raus auf die Hauptstraße abbiege mit dem Flapper. Das ist da drüben immer ein bisschen doof an der Kuppe, vor allem, da ich da nicht hinter die Kuppe sehe, ne, wenn ich da oben bin, an der Stelle. Und von da habe ich mir überlegt, ob es nicht mehr Sinn macht, wenn ich quasi hier stehe und ja, hier, da muss ich nur hier gucken, dass ich hier gut rauskomme. Und da muss ich halt oben natürlich den Gegenverkehr beobachten, das ist klar. Aber es ist vielleicht ein bisschen besser. Jedenfalls machen wir das jetzt halt mal so. Und habe ich am Anfang ja auch schon ein paar Mal so gemacht. Und ja, jetzt bin ich ein paar Mal drüben rumgefahren und das ist natürlich kürzer. Aber natürlich müssen wir dabei auch über den Feldweg fahren und muss ich langsam fahren, weil es so viele Schlaglöcher hat. Hier kann ich wieder Vollgas geben. Ich glaube, so viel tut sich da tatsächlich gar nicht. Und ich glaube halt echt, dass es sicher ist. Aber wenn hier halt ein schnelles Auto über die Kuppe raufkommt, das sehe ich nicht, wenn ich hier an der Ausfahrt stehe. Also ich sehe da schon ein bisschen hier über die Kuppe so. Jetzt haben wir hier das Problem, hier kommt was, aber es ist jetzt kein Problem. Ich kann jetzt hier anhalten und dann kann ich hier rüberfahren. Und ja, das einzige Problem ist, oder die einzige Angst ist, dass jemand von hinten das nicht sieht und einem drauf raus. Vor allem, wenn man keine Bremslichter hinten hat.
Das ist schon ein bisschen suboptimal, ne? Dass da wirklich keine Lichter dran sind an dem Gerät. Schon heftig. Krass. Naja, so. Dann laden wir jetzt hier mal hier, huiuiui, von den ganzen Sommergerste ein. Oh. Und wie gesagt, jetzt drehe ich erstmal hier. Ne? Mal gucken, wo haben wir denn jetzt hier? Da stecken wir hier das Ding drauf, ne? Und dann drehen wir und drehen wir und drehen wir. Und wenn ich soweit bin, dann packen wir hier das Saatgut rein. So, ich habe jetzt nochmal eine Weile gedreht. Es fällt nichts mehr unten raus. Jetzt kommt der nächste Spaß hinein. Einmal auf diese Seite. Weiß ich auch nicht, ne? Soll ich einfach alles, was ich habe? Nee, ich habe jetzt ja nochmal 6 Säcke. Diese Seite. So, da kommen den letzten Vollens. Wie machen wir das am besten? Ein paar holen wir noch, aber ne, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch 6 Säcke. Ich glaube nicht, dass wir hier volle 6 Säcke brauchen. Probieren wir das mal aus. So, legen wir den hier mal noch hier rein. So. Dann müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht zu einseitig laden und das nachher noch ein bisschen zurechtschieben. So. Zack, zack. Zack. So eine Sache. Toll, jetzt hat er es geschnappt. So, dann legen wir den jetzt noch hier drüben rein. Komm, einen machen wir noch rein, dann haben wir 6 Säcke drin und dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich für diese gesamte Fläche ausreicht. Könnte tatsächlich passen. Huch, hinfallen lassen. Könnte tatsächlich passen. Ja, es ist auch ziemlich voll jetzt. Schauen wir einfach mal, ne? Eieieiei. So, Rekordsgang. Nicht so weit. So, kommt nix. Weg. Jetzt. So. Richtigen Gang erwischt. So schnell wäre übrigens ein ganz normaler 20 km/h Schlepper. Ne? Und dann wundert ihr euch, warum ich schnell Gange verbaue. Gut, der lief jetzt ein bisschen schneller als 20. Aber. Nicht so wahnsinnig viel. Und so sind wir halt deutlich, deutlich bequemer unterwegs. Ne? Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und ne, gerade wenn man so einen Schlepper hat und dann der Vollgas läuft, dann hast du so einen Vierzylinder-Motor da vorne mit 50 PS. Der Vollgas läuft, schreit bei 2400 Umdrehungen oder sowas, der macht 2300. Und was hast du davon? 20 km/h. Nee. Wie gesagt, da hat schon einen Grund, warum ich da ganz gerne einen Schnellgang im Schlepper gebaut habe. Und das ist auch definitiv war es eine gute Investition? Ich weiß nicht, aber es war eine angenehme Investition. So, ich bin mal gespannt. Ich nehme euch noch kurz mit. Und wenn das läuft und das klappt und der Sommergerste rauskommt, dann haben wir, dann legen wir also, dann tun wir also, dann machen wir, ne? Also so. So. Machen wir hier rein. Dann machen wir im Grunde wieder den gleichen Effekt, dass wir hier zunächst das Vorgewende machen. So, jetzt können wir mal schauen, dass wir hier wieder eine andere Gruppe reinmachen. Ich würde mal sagen, sieht es aus, als würden wir säen. Ne? Es kommt wieder Saatgut in den Boden. Unglaublich. Nee, ihr habt schon, ne, also das ist schon. jetzt habe ich aber richtig in die Hecken gesetzt hier. Mach ich eigentlich ganz ungern, weil du weißt nie, was da drin ist. Außerdem macht es Kratzer in den Lack. Nicht, dass der Lack besonders gut wäre, aber nur so richtig in die Hecken reinfahren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Muss nicht unbedingt sein, ne? So, jetzt stelle ich mir die Frage, ich hätte eigentlich 2 Vorgewände machen müssen, ne? Ich bin echt, so langsam könnte ich echt irgendwie Mittagsschlaf brauchen.
So, wir haben es tatsächlich geschafft. Der Flöpp ist eingesaut und eingestaubt. Die Sämaschine sieht gar nicht so schlimm aus. Und ja, ich war mir so sicher, dass das Saatgut reicht, dass ich ganz vergessen habe, mal nachzugucken. Und ja, es hat gereicht, aber ich habe doch ein bisschen Schock gekriegt, dass weniger drin, als ich dachte. Hätte auch schief gehen können. Hätte das schief gehen können. So, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, ne? Naja, nicht wirklich. Na, wir haben ja noch ein halbes Feld, das wir noch grubbern oder pflügen müssen. So ist es ja nicht. Aber zumindest haben wir das, was wir jetzt hier vorhatten, haben wir schon mal ausgesät. Das ist ein gutes Gefühl tatsächlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Ja, da kommt jetzt nichts. Ja, schön. Wir haben ein Fenster gefunden. Und jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Ja, ist auch schon wieder 5:30, also der Tag ist irgendwie im Nebenbei vergangen. Naja, gut, ganz so ist es nicht, aber wir haben einiges geschafft und waren einige Male unterwegs. Ein bisschen unfreiwillig und haben dann doch nur das falsche Saatgut geholt. Und ja, jetzt hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Das waren jetzt 6 Säcke. Wir hatten 6 Säcke, hätte gereicht. Jetzt haben wir noch 3 Säcke übrig. Naja, ich muss da nächstes Jahr auf jeden Fall besser werden. Das geht ja so nicht. Bisschen eigentlich noch dieses Jahr. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir dieses Jahr auch eine Herbstaussaat haben und nicht mehr nur Sommergetreide machen. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal mit dem Sommergetreide. War jetzt ja eher eine Notlösung im Grunde. Aber ja, schauen wir mal, ob wir dann vielleicht diesen Herbst das irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Ne? Jedenfalls, jetzt gucken wir einfach mal, was der Tag noch so bringt. Nicht mehr viel, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt echt viel geschafft heute. Und ja, ich weiß nicht. Bin auch ziemlich fertig jetzt, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass so langsam das Ganze auch so ein bisschen an die Nerven geht, der ganze Stress. Und jetzt waren wir heute doch echt ziemlich lang unterwegs und ziemlich viel unterwegs. Und eigentlich war es entspannend, ne? An sich war es entspannt und hat Spaß gemacht und ist fast wie Urlaub. Aber ja, es ist auch ein bisschen anstrengend. So, jetzt sagt er mir, die Kodierung überlasse, das ist echt ein bisschen frustrierend. Es hat die ganze Zeit nicht gemacht und jetzt macht es wieder. Ich weiß auch nicht, das scheint so random zu sein. Verstehe ich noch nicht so ganz, warum, wann, wie und was das ne, auslöst. Muss ich auch mal ein bisschen gucken noch. Wird halt doch mal Zeit für einen neuen Rechner. Hilft alles nichts. So, das Gespann war ich jetzt mal so, wie es ist, würde ich sagen. Hier rückwärts rein, wobei eigentlich macht das nicht so viel Sinn, weil... wird es wahrscheinlich nicht nochmal Sommergerste aussehen. Aber wisst ihr was? Nee, doch, komm, ich fahre jetzt hier rückwärts rein. Und lasse das wahrscheinlich einfach mal so stehen hier. Das Problem ist ganz einfach das, ich müsste jetzt eigentlich hergehen und ne, die Sämaschine abdrehen, leer machen und all die ganzen Dinge. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen platt. Und wenn ich das nicht heute mal unbedingt machen muss, bin ich damit einfach ganz zufrieden. Und deswegen lassen wir das hier gerade so unter dem Vordach stehen. Und ja, da müssen wir mal schauen, ne? Ich habe mir überlegt, ob ich heute nochmal zum Grubbern losfahre. Die andere Hälfte auch gleich voll ins Grubbern, dann ist erledigt. Aber ich muss jetzt erstmal, ich gucke, dass ich jetzt erstmal was zu essen finde und... schauen wir mal, ne? Nachtarbeiten. Haben wir gute Beleuchtung, theoretisch. Mit dem Fortfahren sowieso eine Fendis, aber ja auch hier, ne? Scheinwerfer noch dran, hier zusätzliche. Der ist ja auch nicht schlecht beleuchtet, das ging ja auch. Aber wir gucken mal. Hätte schon mal Bock, mit dem Fendt zu grubbern. Jetzt haben wir mit dem Fort gegrubbert, der hat ja auch keine Probleme mit. Aber der Fendt ist natürlich ein bisschen angenehmer in der Kabine, ein bisschen leiser. Und außerdem könnten wir da mal gucken, wie gut, wie tief der Grubber geht. Könnten wir die Räder ganz hoch machen, einfach mal schauen. Wenn wir richtig schön tief grubbern, ob er das aushält. Weiß ich nicht, ne? Ist vielleicht nicht dafür gemacht. Andererseits, ne, so hoch wie die Räder gehen, so hoch wird er auch grubbern können. Ab Werk, theoretisch. Keine Ahnung. Aber das wäre noch eine Variante, dass wir ausprobieren, da richtig tief zu grubbern. Wenn wir ein bisschen Experimente machen mit einer und anderen Seite vom Feld. Das ist natürlich wirklich nicht wirklich vergleichbar, wenn wir unterschiedliche Früchte draufstehen. Früchte, ja genau. Unterschiedliches Getreide draufstehen. Aber vielleicht ist trotzdem ein bisschen vergleichen, ne, vom wie das Wasser abläuft und solche Sachen. Schauen wir einfach mal. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, das Video ist auf jeden Fall zu Ende. Ne? Ob wir jetzt heute nochmal was machen oder nicht, das Video, das ist, ich glaube, schon wieder viel zu lang geworden. Ich weiß nicht, ich habe keinen Überblick. Das habe ich jetzt hier über, ich weiß nicht, 3 oder 4 verschiedene Tage aufgenommen. Immer mal wieder ein Stückchen und ja, dann verliere ich immer mal so ein bisschen den Überblick, über was ich jetzt eigentlich schon habe und was ich noch nicht habe.
Jedenfalls würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.